Platzt jetzt für viele Familien der Traum vom Eigenheim? Ich bin Kolja Sass, ich bin Geschäftsführer der Bestens Beraten GmbH. Wir sind spezialisiert auf Immobilienfinanzierung. Ich habe für uns gelesen in der Welt einen Artikel zum Thema Kreditwende und neuer Risikopuffer. Also Banken werden angehalten, hier in Zukunft höhere Risikopuffer bei der Bewertung von Immobilien zu machen. Und der Artikel schlussfolgert daraus, dass deswegen die Kreditvergabe insgesamt schwieriger wird. Dazu muss man zum Hintergrund wissen, wir haben seit 20 Jahren in Deutschland steigende Immobilienpreise. Und diese steigenden Immobilienpreise werden natürlich für eine Bank immer schwerer richtig zu bewerten, weil man einfach keinen Durchschnitt mehr hat, auch mal von fallenden Immobilienpreisen, wie sich da ein Markt entwickelt. Das kann aber natürlich mal passieren. Jetzt muss man dazu aber wissen, dass selbst in Deutschland, als es schon mal fallende Immobilienpreise gab, nie dazu kam, dass eine Kreditblase geplatzt ist, so wie es zum Beispiel in Amerika vor vielen Jahren mal passiert ist. Das hatten wir in Deutschland noch nie gesehen. Also der deutsche Häuslebauer ist weiterhin solide, der deutsche Eigenheimer ist weiter solide. Auch wenn mal der Markt schlecht ist, werden die Raten weiter gezahlt und die Kredite zurückgeführt. Und das führt dazu, dass Banken jetzt einfach nur aufwendigere Konzepte machen müssen, um entsprechend die Risiken richtig zu bewerten und sie entsprechend richtig einzupreisen. Mit unseren Bankpartnern arbeiten wir jeden Tag daran, dass wir trotzdem jede sinnvolle Finanzierung umsetzen können. Und deswegen gibt es bei uns keine Kreditklemme. Auch wir können weiterhin Eigenheime ganz normal finanzieren. Auch wenn jetzt die Anforderungen für die Banken etwas höher sind, hat das für unsere Kunden und auch für die Konditionen für sie keine Auswirkungen.